ik maak me kans op mijn video met Ente! Basket! Basket! Wie geht's dir, Junge? Läuft alles gut? Mir geht's gut und dir? Ja, Mann, Leute, wir wollen heute wieder richtig coole Mods testen. Das kommt ja gerade generell bei euch ganz gut an. So, wir haben drei krasse Mods heute installiert. Ente, nimm erstmal die ersten Items hier. Ich droppe dir ein paar. Was machst du, Alter? Hier, mach dieses Schüssel-Me-Inventar auf im Game-Mode. Hä, wir nehmen erstmal ein paar Sachen raus. Ich glaube, das haben wir schon mal in einem Video gezeigt. Leute, guck mal, wir sind gerade so groß. Oh, Ente, wie klein bist du geworden? Was geht? Hey. Was geht, Alter? Guck mal, hier mit den roten können wir uns immer kleiner machen. Guck mal, jetzt bin ich kleiner als das Schwein. Oh, wie krass ist das? Alter, wie groß bist du, Alpha? Wie groß, wie klein meinst du? Guck mal, ich trete auf dich drauf. Ey, komm, ich trete auf, Junge, das ist gefährlich. Pass auf. Warte mal, ich spuck mal kurz auf dich drauf. Nicht spucken, ah! Ey, jetzt müsst du eigentlich einen Wassereimer machen. Lol, du spuckst und zack, du hast gespuckt. Oha, jetzt bin ich im Wasser eingesperrt. Ein Wasserbock ist hier einfach gefühlt ein ganzes Haus voll. Okay, ich mache es wieder normal groß. Zack, jetzt bin ich hier der Große. Was willst du jetzt, Junge? Hä? Willst du Stress oder was? Jetzt nicht mehr. Willst du Stress oder was? Oh, jetzt kannst du nichts mehr tun. Und Leute, desto größer man wird, ich gehe mal kurz Game Mode 0, wird man auch stärker und kann schneller abbauen. Warte mal, ich gehe nochmal hier. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen zu groß, aber das ist okay. Warte, ich sehe gerade nur deine Beine. Warte, ich guck dich gleich an. Alter, wie groß bin ich? Guck mal, man kann immer schneller abbauen, desto größer man wird. Guck mal, wie schnell ich hier die Blöcke jetzt schon holen kann. Zack, zack. Hier die Holzblöcke auch ganz schnell. Zack, zack. Du kannst doch viel schneller rennen, Alter. Du rennst mal alles Alter, drüber, ich sehe dich gerade da hinten. Oha, was geht hier ab? Junge, wie fährst du Speed, Alter? Wir können auch höher springen. Wir können hier richtig gut rumlaufen. So, jetzt mache ich mal so groß wie du. Und zack. Oha. Du bist aber kleiner als ich, Alpha. Guck mal, da ist ein Berg. Alter, lass mal den Berg hochgehen und hier hochspringen. Let's go. Hey, du bist noch größer als ich, oder? Ja, ich bin größer. Warte, gibt es Seite wie 16? Es gibt 16. Hä, ist das ein Update? Ich dachte, es gab immer nur 8. Boah, Alter, geht aber wie riesig wir sind. Alter, ich stehe in den Wolken drin. Guck mal, der Berg neben mir. Boah, das ist eine Wolkenkratze, Alter. Was geht hier ab, Mann? Das ist doch nicht mehr normal. Wir können auch schwimmen gehen. Jetzt bin ich unter Wasser versteckt und ich komme wieder raus. Leute, das sieht überhaupt nicht normal aus hier. Leute, das ist auf jeden Fall eine von den coolen Mods, die wir euch zeigen wollten. Aber wir können uns jetzt auch klein machen, weil wir haben noch die Mod installiert. Warte, ich mache mich kurz wieder klein. Wir können jetzt auch... Das ist die dritte Seite beim Game Mode 2-Ding. Wir können jetzt diese Mini-Blöcke nehmen. Die haben wir euch ja schon mal gezeigt. So, jetzt nehme ich einfach den Goldblock. Und jetzt kann ich hier, wenn ich das richtig eingestellt habe, ganz einfach ein Haus bauen. Hey, richtig gechillt. Wo bist du, Junge? Hier unten. Oh. Ich baue ein Haus. Ach so, da. Guck mal, ich baue ein Haus aus Gold, Ente. Guck mal, das sieht irgendwie auch wie normales Minecraft aus. Aber dann gucke ich dich wieder an und dann ist es nichts mehr normal hier. Hey, Lava-Tsunami, komm, nein! Einfach, viel Spaß da drin! Nicht auf mein Haus! Was machst du? Hier ist komplett jetzt Lava überall. Lava-Blöcke chillen, Alter. Jetzt kommt die richtige Lava. Wie, das ist, sind nur Fake-Lava-Blöcke? Ja, Mann! Lol, als ob es das gibt. Hä, ich hab den gerade auch in der Hand, den Lava-Block. Ich kann den nicht platzieren. Ich mach ihn gerade normal groß. Hier. Hä? Der ist ja neu. Kriegt man da auch Schaden drauf? Da kannst du gar nicht rein. Den haben wir, glaube ich, auch von der Mod. Hä? Was ist das für ein komischer Lava-Block? Egal, wir können auch auf jeden Fall damit hier... Ich mache ich wieder klein. Wir können auch nicht nur solche Blöcke machen. Wir können auch so größere machen und so. Da kann sich eigentlich so eine richtig kleine, coole Welt aufbauen. Oder Geheimverstecke können wir machen. Warte, ich gehe mal kurz rein. Ich muss ihn kurz aufbauen. So, und jetzt bin ich einfach im Baum drin. Ente, du wirst mich niemals finden. Hä, wo bist du, Alpha? Oha, ich verstecke mich gerade hier drin. Ente, findest du mich nicht? Hier, guck, was geht? Alter, was geht, Alter? Komm in mein Haus, Bro. Schau dir mein Haus an. Hier, so klein musst du werden. Geh doch kurz rein. Ja, ich geh rein. So, ich flieg kurz in mein Haus. Ja, hey. Was geht, Alter? Ey, kein Feuer. Du zündest mein Haus an, ey. Ja, Mann, voll Feuer, Alter. Okay, Leute. Und wir haben noch eine richtig krasse Mod. So, ich flieg auch richtig langsam, wenn mein kleines Mann fliegt ja ultra langsam. Das muss ich nicht. Das dauert ja Jahre. Okay, egal. So, die nächste Mod, Little Tiles. Und schaut euch hier, was wir hier alles für neue Items haben. Lass ihr erstmal rumprobieren. Ich glaube, das ist so ähnlich wie die Schüssel-Mod, die wir gerade eben hatten. Warte mal, kann hier einmal... Oh, warum bist du so klein? Was geht? Was geht? Du kannst das ganze Video so klein bleiben. Oh, ich habe dich eingesperrt. Ente, komm da raus. Was? Hilfe! Guck mal, das ist jetzt so ähnlich wie die Schüsselmod, aber die funktioniert ein bisschen anders. Guck mal, wir können jetzt zum Beispiel sowas machen. Hier einfach direkt einen Block oder... Hier vielleicht auch nur sowas Kleineres. Ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Wir können ja auch jeden Block nehmen. Wir können auch zum Beispiel einen Holzblock nehmen. Gehe ich mal kurz hier nach oben. Wir können das auch mal dünner machen. So, jetzt haben wir ganz dünnes Holz.
Sieht auch cool aus. So, was haben wir da noch? Little Storage Block, was ist das denn? Hä, was ist das, Alter? Das sieht ganz seltsam aus. Ja, sieht so aus, als müssen wir hier aufpassen oder so. So ein Warnungsding. Jo, halt echt so. Da bist du mal ein Bug, Alter. Ja, was gibt's hier noch? Wir kennen die Mods selber auch nicht so krass und wir testen gerade selber. Erst Single Output, was ist das hier? Lol, hier gibt's denn irgendeine ganz kleine Lampe oder so. Guck mal, oder was ist denn das? Schalt ja? Hey, ich check's auch nicht. Was soll das sein? Keine Ahnung. Ach, hier ist ein Lava-Block. Hier gibt's auch einen Wasserblock. Lol, kann man da durch? Okay, da kann man auch nicht durch. Also kann man Baumittel machen. Haus, Wasser aus versus Lava-Haus. Oh, ich hab 3D-Drucker, Alter. Wie, du hast einen 3D-Drucker? Zeig mal. Hör, als ob. Kann man den kann man auch hier benutzen. Warte mal, ich leg hier mal Holz rein. Okay, ich verstehe hier gar nichts, was man machen kann. So, ich nehme jetzt hier zum Beispiel einen Dia-Block. Platziere kurz ein paar Stück welche. So. Und dann kann ich dieses Tool hier nehmen, den Diablock so nehmen, zack. Und jetzt will ich ganz kurz so eine coole Tür machen. Warte, die darf auch nicht zu dick werden und so. So, ist, glaube ich, gut. Lol, die Wand ist ja voll dünn, oha. Ja, die ist ultra dünn. Und jetzt kann man was richtig krasses noch mit der Mod machen. Ich markiere die zwei Stellen, so zack. Jetzt drücke ich C. So, jetzt könnte ich das hier größer machen oder kleiner, wenn ich will. Aber ich lasse es, glaube ich, lieber so, zack. Und jetzt kann man hier ultra viel einstellen, Leute. Guck mal, ich sehe das gerade hier, das ganze, den ganzen Block hier. Und jetzt kann ich hier einfach eine Tür oder so draus machen. Warte, ich mach das mal. Mach mal das hier, Door Activator, keine Ahnung. Jetzt drücke ich mal auf Save und jetzt muss ich die, glaube ich, platzieren. So, hier vorne platziere ich die mal und zack, jetzt mache ich hier Rechtsklick und jetzt, zack, guck mal, man kann hier einfach... Lol, Alter! Wir haben jetzt einfach so eine riesen Tür. Warte mal, ich mach hier mal deine Blöcke zu, dann können wir so einen Geheimgang machen. Alter. Wir können neue Geheimgang-Mods aufnehmen, Baubattle oder so. Okay, das ist nicht... steht das so über? Ja, ich weiß, ich hab ein bisschen falsch gebaut, aber man könnte hier theoretisch dann einfach so die Tür aufmachen und zack! Hä, kann ich die Mitte von der Tür aufmachen? Warte, ich mach noch eine kleine Tür für mich da rein. Eine kleine Tür? Ja, warte, hier, guck, Alter, was ja, geht? Geh da durch, Ente! Du passt dich mal! Ich bin zu dick, Alter! Jetzt. Jetzt passt du durch! Lol, wie krass! Da passt du durch! Heftig, ja, dass es möglich ist! Durchs Schlüsselloch, Alter! Warte mal, ich habe gerade eine Taste gedrückt! Ich kann ja noch mehr Sachen machen! Warte! Hey, was denn? Hör, warte mal! Oha! Warte, ich platziere es gleich! Sieht man das? Oha! Was für ein Kreisding! Warte, ich mache das doch mal, Leute, damit ihr es besser sehen könnt. Oha, guck mal, man kann ja auch so runde Türen und so machen. Als ob. Das sieht so cool aus. Das sieht viel zu cool aus. Hier ist Bär, Zylinder kann man sogar machen. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Oha, jetzt haben wir hier so einen Zylinder. Oder eine Pyramide kann ich auch so. Ey, was machst du da im Gesicht? Mach dein Smiley rein. Gut so. Oh, das sieht gruselig aus, Alter. So, hier haben wir jetzt einen Zylinder. Warte, was habe ich? Pyramide habe ich gemacht, oder? Oha, das die ist eine sieht Pyramide, auch richtig Alter. OP aus. Press. Warte, mit Obsidian. Warte, ich will mal kurz ein Portal machen. Ich habe eine gute Idee. Oha, als ob. Ich kann den Portal hier anklicken. Guck mal. Was, Alter? Mach mal. Hä? Als ob das jetzt geht. Warte mal. Nein, was wird jetzt passieren? Und? Oh, man sieht das aber nicht so gut, aber ich glaube, man kann hier reingehen, oder? Nee, warte, das klappt auch nicht so gut. Warte, ich nehme hier einen anderen Block. Nein, das wird einfach unsichtbar. Leider sieht man das irgendwie nicht so gut. Aber wenn man das abbaut, dann sieht man hier den Endportal. Warte, aber ich könnte ihn jetzt theoretisch so groß machen, wie ich will. Lol, aber da kommen die paar Ziegel, Alter, wenn du drauf landest. Ja, das stimmt, lol. Okay, Leute, ich habe jetzt irgendwo was versteckt. Wo denkt ihr, könntet hier was Krasses versteckt sein? Okay, jetzt hier nicht. Das hat Ente gebaut und das habe ich gebaut und das hat nicht so gut geklappt. Okay, Leute, okay, man sieht das hier schon ein bisschen, weil da wird es dunkler. Guck mal jetzt, ich drücke jetzt Rechtsklick und zack. Lol, Alter, fresh. Die Steintür, die geht einfach auf. Was geht? Hey, mach mal zu, Alter. Ich mache wieder so eine Minitür rein. Mach dir eine Minitür rein. Mal was probieren, ob... Warte, mach mal runter. Ja, ich mach das runter. Kannst du nicht da durchbauen? Oha, das geht ja echt. Warte, ich will ausprobieren. Ob, jetzt mach ich zwar hoch und runter, Alter, ob das geht. Geht das da hoch? So. Nein, das geht nicht mehr. Du hast kaputt gemacht. Bei mir ist irgendein Fehler. Was? Laber nicht, Alter. Du hast die Tür kaputt gemacht, Ente. Hä? Man kann den Diablock jetzt an- und ausmachen. Was geht? Genau das will ich auch unbedingt noch testen. Leiter, als ob das jetzt geht. Kann man sie jetzt einfach hier hoch? Oha, guck mal! Leute, das geht halt echt, Mann! Aber ja, Leute, dann würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo, dann wünsche ich es dir gefallen, schon mal vorbei, und dann würde ich sagen, tschüss! Ciao!